So, nochmal eine Runde Star Wars Battlefront zur Erheiterung. Und ihr seht, es hat sich hier an der Standardhand mit dem Ionenschuss, den Thermaldetonator und der Kontaktgranate soweit nichts getan. Ich könnte hier natürlich noch mir was Neues kaufen, Feuerbündeln zum Beispiel, dass die Waffe kurzzeitig genauer schießt oder den Zielschuss, auf den ich spekuliere, aber den gibt es leider erst mit Rang 11. Und auch bei den Blastern, da gibt es noch was Neues. Und zwar diesen Blaster mit unglaublich viel Schaden, aber dafür kaum Feuerrate und auch keine Reichweite. Oder diesen hier. Und ansonsten mit Rang 10 geht es dann hier weiter. Da werde ich mich wahrscheinlich so ein bisschen austoben. Nun aber, ab ins Gefecht. Vorherrschaft ist der Modus. Und Sorosub Centroplex ist die Karte. Mach mal einen Partnerstand. Jetzt müssen wir erstmal was einnehmen. Ich will auch so hier springen können. Boah. Vom Turbo-Laser bin ich natürlich. Ah, schade. Jetzt ein Partnerstadt wäre nochmal sehr fein gewesen. Aber der Turbo-Laser, der ist mir gleich richtig besorgt. Was ein Arsch. Aber wenigstens nehmen sie da oben schon fleißig ein. Oh, da ist ein Helden-Upgrade. Ja. Heldensammelobjekt, so. Jetzt nehmen wir mal den Han Solo, mit dem habe ich noch nie gespielt. Was tue ich nicht alles für die Prinzessin? Okay. Ah, alles klar. Okay, ich muss erstmal schauen, was er überhaupt kann. Okay, alles klar, bin im Bilde. Aber immer noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass die nur in der Third Person gehen, die Helden. Yuppie! Alter, dagegen habe ich gut abgeräumt. Oberfett weggemacht und dann nochmal einen hinterher. Schulterangriff. Okay, das zahl ich dir heim, Kumpel. Fahrzeug beschädigt, aber mehr auch nicht. So, ah, da wollte er mich unbedingt. Da hat er extra lang gewartet, um auch bloß nicht. Aber ich habe hier den Blazer gut geschwungen, würde ich sagen. Dass auf einmal auch einer dahinter stehen muss. So, darüber zum Erobern. Hier sind viele von uns. Nee, du kriegst den Punkt nicht. Ganz sicher nicht. Aber die vielleicht, das sind ja jetzt einiges. Wow, ich muss ja mal irgendwie meine Stellung verbessern. So, darunter wollte ich. So, da ist nochmal ein Helden-Upgrade, das nehme ich auch. Das ist ja super. Kann ich euch gleich nochmal den nächsten zeigen. Und zwar machen wir dann hier einmal den Luke. Möge die Macht mit uns sein. Läuft in dem Let's Play. So, darüber will ich gern. Na, wo ist er? So, der ist weg.
erobere ich den Punkt halt. Ah, jetzt hat der Gegner den eingenommen. So, Turbolaser, weg damit! Und ab zum Punkt rüber. Ah, so, da hat es mich hingerafft, aber ich habe mich hier sehr wacker geschlagen bis dahin. Und nun müssen wir aber den Punkt einnehmen. Hilft alles nix. Vielleicht ist Power-Up genau das, was wir brauchen. Ah, und da drüben von dem Turbolaser. Unglaublich nerviges Ding. Oh, Partnerstadt. Wird nix. Verteidigt den Kontrollpunkt. Überlass die Dichte im Imperium. Aufpassen, in dem Bunker sind Sturmtruppen. So, da hat er sich aber selber mal schön gerichtet. Der Feind rückt vor. So, jetzt machen wir doch das auch mal, was der da macht. So, also es ist hier ordentlich Defense hier gegeben. Wie ihr seht, geht's hier rund. Hier kommen sie rein. Oh, geh doch weg! So, was haben wir da? Eine Blasterkanone. Die könnte da jetzt... Nein! Ich dachte, meine Leute wären da noch. Dass da gar keiner mehr ist, ist natürlich unglaublich ärgerlich. Verteidigt den Kontrollpunkt. Überlasst ihn nicht dem Imperium. Also mein Team verteidigt hier aktuell null. Ist auch nicht so leicht, hier mich da durchzuwuseln. Das Upgrade noch mitnehmen. Und dann jetzt aber da schnellstmöglich rein. Hier drin sind sie uns gegenüber im Vorteil. Ah! Gibt's doch nicht. So wenig. Komm, lass mich da hoch. Aber die wollen doch nicht verteidigen. Die bleiben da hier stur, statt dass du da die 30 Meter ist der Punkt weg. Diese imperialen Eimerköpfe übernehmen gleich einen Kontrollpunkt. Hier drin ist uns das Imperium zahlenmäßig überlegen. So, den habe ich noch mitgenommen mit der Granate. Aber es ist extrem krass. Und es ist auch echt gefühlt immer ein zu weiter Weg gerade zu laufen. Aber ich bleib da dran, den Punkt gebe ich nicht her. So, und diesmal stehen wir jetzt hier zahlenmäßig sehr, sehr gut da. Der Imperator? Und zwar schnell. Ah, mit einer Granate, mit einem
intelligenten Rakete. Das sind die Truppen vom Imperator. Also jetzt sind sie da schon wieder. Auch nach wie vor das gleiche Spiel. Schnell darüber. Aber jetzt sind sie da mit 6 Leuten drin. Okay, jetzt ist unmöglich. Der andere bleibt da in seinem Turbolaser drin sitzen. Komme, was wolle. Wir haben einen Kontrollpunkt verloren. Ah, jetzt kommt da der Imperator an. Der hat auch noch ganz schön viel HP. Aber das ist natürlich, da drinnen ist es für ihn ideal, weil da kann, besser kann er es nicht treffen. Schön eng, man kann ihm nicht ausweichen und der macht einen halt One mit einem einzigen Ding fertig und weg. Gleich haben sie den letzten Kontrollpunkt. Tankt sie ab, schnell! Komm schon, lade ich auf. Ja. Kill Assist. Los, jagen wir das imperiale Pack hier raus. So, weg mit dir. Ich wusste doch, dass der noch irgendwo da steht. Aber nun sollten sie eigentlich da aus dem Ding geschossen worden sein. Oh, jetzt wird hier drüben gekappt. Sogar sehr, sehr zahlreich. Ah, ne. Das. Naja, toll. Rakete im Anflug, als ich den Turbolaser noch schnell weggemacht habe. Aber der Punkt ist verteidigt. Naja, was willst du machen gegen AT-ST? Die sind natürlich schon, und auch der Gegner, guckst du mal an, der Kalix 42-9, also es gibt einfach hier, hier steht's und fällt's mal mit einem Spieler. Ach, überall. Die Spawnpoints sind auch teilweise echt unglücklich gesetzt. Aber auch wie hier in jedem anderen Online-Spiel auch, man kann auch mal verlieren und das ist definitiv hier gerade eine Niederlage. Ohne Wenn und Aber. Da ist zu, das siehst du doch oben am. So. Weg damit. Und aber, wie kann denn das wieder, dass von hinten wieder einer kommt? Was ist denn das für ein Scheiß-Team? Das gibt's ja nicht. So, jetzt haben wir verloren. Jetzt haben sie den letzten Punkt auch noch übernehmen lassen. Also, ich habe eine coole Runde gespielt, hat mir echt Spaß gemacht. Ich bin ja auch hier 2015, das ist für mich gar nicht so häufig, dass ich im Positiven bin und 4800 Punkte ist auch gut. Aber guckt euch mal Kalix an, der Typ, der hat es mal ganz klar für sein Team gemacht. Der hat, ist ja mal am meisten abgegangen. Und trotzdem hat man hier das ganz klassische, spannende Gefühl eines wirklichen super guten Shooters, also wenn man sich so ein bisschen davon löst, dass man einfach sagt, man will so ein bisschen shootern und ein bisschen spielen, dann ist das Ding absolut okay. Dann kann man sagen, was man will. Und die Blaster, die machen so ein bisschen was aus. Na gut, das war's dann. Vielen Dank und ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.